Ich hoffe, dir haben dir jetzt die Anleitung geholfen, dazu, dass du jetzt in der Lage bist, mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung die Erklärung komplett und eigenständig abzugeben. Es hat aber einen Wermutstropfen. Also zum einen, es ist natürlich super cool, dass jetzt die erste digitale Revolution in Sachen Steuererklärung oder Steuerabgabe digital durchgeführt wird in Deutschland. Finde ich super. Es ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Allerdings ist natürlich die Gefahr, die Gemeinden haben jetzt natürlich eine einmalige historische Chance, die Steuer mit anzupacken. Und in der Regel wird es dadurch für den Bürger nicht besser. Ich habe jetzt aktuell auch von gestern ein Schreiben der Stadt Bottrop erhalten. Die kündigt an, dass sie den Grundsteuermessbetrag von bisher, Achtung, 12,52 Euro auf 31 Euro ab dem 01.01.2025, also zur Reform, dementsprechend festsetzt. Das heißt, mehr als eine Verdopplung. Wie gesagt, historische Chance für jede Stadt, gar keine Frage. Ich glaube auch, dass die Grundsteuer ist die Einnahme Nummer 1, die Einnahmequelle Nummer 1 bei allen Städten und Gemeinden. Wird bestimmt bei Ausnahmen geben, aber ich sag mal, das ist auf jeden Fall von den meisten Städten die Haupteinnahmequelle Nummer 1. Und wenn man jetzt die Preisschau drehen kann, wenn nicht jetzt, wann sonst? Und das ist auch allgemein momentan ein schwieriges Thema. Energiepreise explodieren bis zum geht nicht mehr. Es wird auf jeden Fall teilweise ein bisschen ruppiger, als es sonst der Markt war. Zinsen gehen enorm nach oben, das heißt, Immobilienverkauf ist momentan auch ein spezielles Thema geworden. Da sind jetzt Kunden nicht mehr ganz so leicht zu generieren, wie es früher war. Früher hat man durchaus mal eine Handycam gereicht, um eine Immobilie zu verkaufen, mit einem kostenlosen Account bei ImmoScout für 14 Tage. Hatte ich schon Chancen, das gut zu verkaufen. Heute reicht es lange nicht mehr. Dann kommt nächstes Jahr die Energiepauschale. Das heißt, jetzt wird der Vermieter zur Kasse gebeten, wenn das Objekt bestimmte energetische Merkmale nicht oder nicht im vollen Umfang erfüllt. Also auch da wird es teurer. Wie gesagt, wenn jetzt die Grundsteuer nochmal sich verdoppeln wird, wird es auf jeden Fall auch einen Risiko geben. Ich meine, bei vermietenden Eigentümern ist der Vorteil, die ist umlagefähig. Aber auch das hat wiederum Grenzen. Es nützt mir nichts, wenn der Mieter die nicht bezahlen kann. Bei selbstgenutztem Eigentum nützt es auch nichts. Da muss ich es so zahlen. Also momentan sind da ein paar Wolken auf dem Himmel der Immobilienwirtschaft durchaus. Es wird auf jeden Fall, Zeiten ändern sich. Und es wird momentan absolut in vielen Punkten negativ. Daher kann ich nur mal ganz gerne empfehlen und anbieten, viele wissen das ja auch, wenn du es noch nicht weißt, dann erfährst du es jetzt. Wir sind auch stark Immobilienmakler tätig, das heißt also, wenn das jetzt ein Punkt ist, wo man sagt, vielleicht darüber nachdenkt, tendenziell, es wird eventuell ruppiger auf dem Markt, eventuell ist es eine Sache, die man sich vielleicht nicht mehr unbedingt mitmachen möchte, will oder muss, ist der erste Schritt immer eine Immobilienbewertung. Das heißt also, wenn da Interesse besteht, mal in Konsens zu gehen, einfach mal uns ansprechen und wir kommen einfach mal raus, bewerten Immobilie. Einer aus meinem Expertenteam wird auf jeden Fall dafür Zeit finden, kommen auch sehr gerne raus und schauen uns das Ganze an, können dann im persönlichen Gespräch gucken, was ist die beste Option, Empfehlungen auf jeden Fall aussprechen, Immobilienbewertung durchführen oder die Einwertung durchführen. Das heißt, man weiß genau, was man heute auf Immobilie kriegt. Wie es zukünftig sein wird, weiß man nicht. Aktuell ist es so, in 2021 gab es, oder bis zum Beginn des Krieges, also Anfang 22 im Februar war es vorbei, bis dahin gab diese Nullzinspolitik halt natürlich total viel Hype auf dem Immobilienmarkt. Das heißt, das Geld war günstig wie wirklich noch nie zuvor. Daher war es also sehr, sehr gut und sehr einfach, Immobilien zu kaufen. Aktuelles Zinsniveau, es ist momentan 4%, also eine 4 am Anfang ist üblich. Wir beurkunden wöchentlich momentan Immobilien, das heißt, wir kriegen sehr gut genau mit, wo gerade der Zins ist. Aktuell beurkunde ich mit 4,41, 4,2. IFO-Institut hat schon mal in Aussicht gestellt, dass die EZB dieses Jahr nochmal den Zins erhöhen wird. Und die gehen davon aus, dass die EZB auf 4% geht. Man sagt in der Regel, dass die Baufinanzierer nochmal so 2% Marge drauflegen. Das heißt, dann kann man davon ausgehen, dass Ende des Jahres 2022 der Baufinanzierungszins bei 6% sein wird.
6%, also wir sind schon, glaube ich, jetzt aktuell schon lange über 10%, das heißt über 10 Jahrespunkt hinaus. Ich glaube, das heißt, dann wird der Zins so teuer sein wie ungefähr vor 20 Jahren, 18, 20 Jahren bei 6%. Also nach dem historischen Tief bis letztes Jahr gäbe es auch ein historisches Hoch, aber in so einem rasanten Tempo zu, das ist unglaublich. Wir haben, glaube ich, 4 Jahre gebraucht, um von 3% auf die 0% zu kommen, und wir haben jetzt 6 Monate gebraucht, um von 0% auf die 4% zu kommen. Also wie es leider oft so ist, runter ganz langsam, scheibchenweise, aber hoch geht es wie eine Rakete. Daher die Empfehlung oder die Möglichkeit, das Angebot, verlinke ich auch nochmal gerne hier oben, wenn das Thema Immobilie nach und nach unattraktiver wird, und das ist momentan leider zu überdenken, ob das noch wirklich spannend ist. Wir helfen da gerne beim Immobilienverkauf. Auch da lohnt es sich, mal drüber nachzudenken. Ansonsten, ich hoffe, das Hauptthema war ja die Grundsteuer. Die Erklärung dürfte jetzt kein Problem mehr für dich sein. Ich hoffe, es hat dir alles gefallen und es hat dir geholfen. Und ich freue mich, wenn du das nächste Video so anschaust und, wie gesagt, gerne teilen, wenn du jemanden kennst, dem das Video auch helfen könnte. Teile es gerne, damit er auch davon profitieren kann. Mich würde es freuen, und ja, alles Gute und bis bald. Liebe Grüße.